Suzy Quatro feiert ihren 70. Die US-Amerikanerin, die heute in Europa lebt, sie pendelt zwischen England und Hamburg, wurde in den 70er Jahren zum Megastar. Damals, als wir anfingen, 1964, 65, 66, da gab es kaum Mädchenbands. Yeah, yeah, yeah. 1971 zog Quatro nach England. Rocklegende Alice Cooper sagte über Quatro: Viele Mädchen wollten Suzy Quatro sein, aber entweder du hast es oder du hast es nicht. Quatro verkaufte mehr als 50 Millionen Albums. Erst im Jahr 2019 brachte sie das Album No Control heraus. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden ihre Tourneedaten in diesem Jahr zunächst verschoben.